Und hier sind sie, Richard Schmidt und Martin Sauer. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallo. Bitte sehr. Ja, Sie beiden sind jetzt in der 11. Saison im Ruderachter. Wenn Sie so auf die Jahre zurückgucken, mit welchem Wort, mit welchem Satz könnten Sie die beschreiben, Richard? Anstrengung auf jeden Fall, aber auch maximaler Erfolg. Ja. Und Sie? Ja, als ich angefangen habe im Achter, habe ich im ersten Jahr direkt das erste graue Haar gekriegt. Und wenn man jetzt mal genau guckt, dann sieht man, was dahinter steckt über die Jahre. Gut, dass Sie nicht für jeden Sieg ein graues Haar bekommen haben, dann wäre das deutlich anders nochmal, oder? Ja, Zweifel gibt es ja Tönungen, aber was soll's. Mit 32 sind Sie tatsächlich der dienstälteste Ruderer. Ich weiß, Sie können das Wort Mythos gar nicht hören. Deswegen sage ich mal Faszination. Was ist diese Faszination auch für Sie, die Sie ja drin sitzen, wenn man das Wort Ruderachter hört? Ja, das ist eben die schnellste Bootsklasse, die es im Rudern gibt. Und was für mich so spannend macht in der Bootsklasse, ist eben, dass man in einem Team zusammen arbeitet, versucht, man geht durch Höhen und Tiefen. Wir haben auch viele Tiefen gehabt im Training. Und dann ist es umso schöner, wenn man dann am Ende den Zielwettkampf gewinnt und gemeinsam feiern, macht natürlich am meisten Spaß. Es ist wirklich eine ziemlich komplexe Sportart, das denkt man als Laie gar nicht, weil was alles dazugehört. Sie haben schon gesagt, es ist natürlich vor allen Dingen auch Teamwork, aber vieles, vieles mehr. Sie sind sowas wie die Schaltzentrale des Achters. Was macht denn einen guten Steuermann tatsächlich aus? Der Steuermann ist immer der falsche Ansprechpartner, weil ich sag mal, bin ja permanent am Selbstloben, wie toll ich bestimmte Sachen mache. Also ich denke mal, Steuermann sollte ein vernünftiger Anführer seiner Mannschaft sein, und zwar im Sinne von Führungsverantwortung. Also nicht von ich habe das Sagen einfach nur, sondern ich habe Verantwortung für Sachen, die da passieren. Und ich denke, damit beginnt erstmal alles und den Rest arbeitet man. Sie sollten natürlich von dem Sport schon ein bisschen was verstehen, das wäre schon ein Vorteil. Ja, und auch körperlich sollte man das eine oder andere schaffen einfach. Was heißt denn körperlich das ein oder andere schaffen? Sie haben natürlich eine andere Figur, eine andere Maße, andere Kilo, die Sie da mitbringen. Ja, ist natürlich jetzt beim Steuermann nicht besonders förderlich, wenn er 100 Kilo mitbringt, weil da muss der Rest durch die Gegend schleppen. Ja, das ist jetzt nicht das Optimum. Man sollte vernünftige Körperspannung, genauso Kraft, Ausdauer wie die anderen auch besitzen. Und eine laute Stimme, sollte mal diese Box ausfallen? Ja, da hilft die laute Stimme auch nichts mehr. Also das ist ja, was viele denken, okay, ich sitze da hinten und ich spreche auch laut und emotional. Aber das heißt nicht, dass ich permanent Menschen anschreie oder dass das mein Lieblingshobby ist, permanent Leute anzuschreien. Und gerade wenn die Aufgabe ist, Ruhe zu vermitteln, also Panik ist meistens genug. Also da braucht man sich keine Sorgen machen, wir brauchen nur in unser Land gucken. Panik findet man an jeder Ecke. Schwer, Leute zu finden, die Ruhe ausstrahlen. Und das macht man nicht mit Schreien, sondern das kann man nur mit ruhigem Sprechen machen. Und da hilft die laute Stimme nicht. Und Ihr Job ist deshalb auch so wichtig, weil der basiert auf Vertrauen. Also Sie müssen ihm ja auch vertrauen. Sie sind sozusagen auf ihn angewiesen, weil Sie gucken relativ wenig links und rechts, sondern sind halt mit dem Rudern beschäftigt. Haben Sie schon mal mitgekriegt, dass er mal schummelt, dass er irgendwie was vorgibt und sagt, oh, die sind ganz eng dran, dabei waren die gar nicht so nah? Ja, doch, das kommt hin und wieder mal vor. Aha. Was erzählt er hier? Nein, ich will es hier nicht blamieren. Ja, aber ich glaube, das macht ja so ein bisschen zur Motivation, weil es macht ja auch irgendwie keinen Sinn, wenn wir anderthalb Längen hinten dran fahren. Und dann ist es, glaube ich, schon ganz gut, wenn er uns da so ein bisschen motiviert. Aber im Prinzip muss ich sagen, vertrauen wir ihm schon blind, weil, wie Sie schon richtig sagten, wir sollten nicht rechts und links gucken, weil der Fokus geht ganz klar irgendwie aufs eigene Boot. Im Finale 2012 haben Sie aus dem Team alles rausgeholt. Also da gab es wirklich, es war ein toller Fight, ein toller Kampf. Die Briten waren ganz nah dran. Sie haben dann mit ihrer Taktik sich auch durchgesetzt und alles richtig gemacht. Was ich hinterher ganz spannend fand, war, dass Sie gesagt haben, ja, die Freude war da, aber vorher war erstmal nur Erleichterung. Da war die Freude nicht sofort spürbar. Wie groß, wie krass ist eigentlich der Druck auf den Männern, die in diesem Ruderachter, im Deutschlandachter sitzen? Von uns, von den Medien, von den Fans, von der Nation. Also wie hält man das aus?
ich sag mal, in London war die Erwartungshaltung war sehr, relativ groß. Das war auch, also irgendeiner hat dann gezählt, wie viele Rennen wir angeblich hintereinander gewonnen haben und hat dann immer mehr so getan, ja, wenn er das letzte aber verliert, dann ist das ja alles nichts gewesen. Das hat uns aber, also wir haben schon extrem Druck gehabt, aber den haben wir uns auch selber gemacht, weil wir sind da nicht ganz 4 Jahre, glaube ich, durch eine körperliche und auch manchmal emotionale Hölle durchgegangen. Und es wäre schon eine ziemliche Enttäuschung gewesen, dann irgendwie ja, nicht mit dem rauszukommen, was da wirklich drin war, auch zu dem Zeitpunkt. Wenn Sie sagen, das war die Hölle, das Achterleben ist hart. Wir haben heute auf Instagram ein Foto von einer Hand von einem Ihrer Kollegen gefunden. Und wenn man das sieht, denkt man wirklich, alter Schwede, also wie kann man denn da am nächsten Tag noch trainieren und irgendwas anfassen? Wie sieht denn so ein Tag oder wie sieht es überhaupt bei Ihnen aus seit 10 Jahren? Schlafen, rudern, essen und dann wieder alles von vorne? Ja, so ungefähr ist das schon. Also wir stehen relativ früh auf, trainieren, dann wir alle studieren noch oder sind in der Ausbildung. Das muss dann auch noch zwischendurch laufen und dann geht es danach dann wieder weiter mit nochmal trainieren und dann wird irgendwann geschlafen und dann geht das gleiche am nächsten Tag wieder los. Also es ist schon sehr straff organisiert und ja, und weil sonst wird das gar nicht funktionieren. Und Freizeit, wissen Sie, was das ist oder können Sie es nur schreiben oder findet das auch mal statt? Also ich glaube, wir können das ziemlich gut definieren, weil wenn man wenig von hat, dann weiß man das auch sehr zu schätzen. Also das ist ganz klar so. Und ich glaube, jeder von uns ist froh, wenn er sich in seiner Freizeit dann auch mal nicht mit dem beschäftigt, weil das Rudern schon, ich würde sagen, fast den größten Teil unseres Lebens einnimmt. Ja. Und jetzt steht für Sie die WM an in Linz im August. Ist das richtig, wenn ich sage, nichts anderes zählt für Sie als der Sieg? Also ich würde sagen, nein. Was sagst du? Du hast ja vorhin auch gesagt, ich lüge hier rum. So im Rennen. Okay, ich halte mich mal kurz zurück. Nein, ich glaube, klar, Sie haben ja gerade eben schon angesprochen, das ist so ein bisschen der deutsche Achter, so ein bisschen wie der FC Bayern. In dem das Fall, sagt jemand übrigens, der aus Dortmund kommt. Ja, das hat unser Schlagmann gemacht. Fällt Ihnen das schwer oder geht's? Nein, das ist alles okay, weil es stimmt ja auch irgendwo, weil wir schon dann in dem insofern Druck haben zu gewinnen, weil nichts anderes irgendwie erwartet wird von allen. Und auch für den Sportlern selbst, die da drin sitzen, die wollen eben gewinnen. Wir sind darauf gepolt und werden auch so, trainieren auch so. Und das macht es eben so schwer. Und klar, wenn wir da an den Start gehen, wollen wir auch gewinnen. Und das haben wir auch gezeigt. Die besten 5 qualifizieren sich dann auch für Tokio 2020. Und ist das richtig, was ich gelesen habe? Danach ist für Sie beide Schluss? Oder halten Sie sich das noch offen? Ich sag mal, wenn jetzt die Gehälter bei dem Sport, den wir machen, erheblich ansteigen, also so ab einer 7-stelligen Summe, die sehr utopisch ist, ja, also da sind wir nicht mehr in der Nähe von, also von 4-stelligen Summen oder irgend sowas. Dann werden Sie also doch Jurist, haben Sie ja abgeschlossen. Also ich glaube, wir haben beide die Chance mit dem Beruf, den wir danach ausüben. Also wir müssen auch mein Leben irgendwie noch danach anfangen. Ne? Und deswegen, ich glaube, irgendwann muss auch mal Schluss sein. Jetzt wünschen wir Ihnen aber erstmal für die anstehenden Wettkämpfe alles Gute. Bleiben Sie vor allen Dingen gesund, haben Sie Spaß und bringen Sie gerne einen Titel wieder mit nach Hause. Uns wird es jedenfalls nicht stören. Vielen herzlichen Dank an Sie beide und alles Gute.